So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Ja. Gut, wollen wir mal. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr aufgenommen. Und bevor ich jetzt komplett aus dem Spielekonzept raus bin, fange ich nochmal eine Aufnahmesession an. Heute ist eh Sonntag. Bedeutet, nicht viel zu tun. Und auch... kein Stream und so ein Kram. Warum ist der Ladebildschirm so lang? Ich versuche heute nicht ganz so lange am Stück zu machen, weil ich mir später in der Eisdiele noch einen Eisbecher holen will. Ist heute wieder recht warm. Gestern war es sehr angenehm. Ja, Schöpfers Ende, ne? War es wirklich das, was ich wollte? Naja, ist das nächste, ne? Bin aber gut vorbereitet. Ja. Okay. Muss nur gucken, wie ich hier über den Fluss komme, ohne durchzuschwimmen, aber ich glaube, das wird nichts. Habe ich denn noch... Ja, geht mit dem Draht her. Holz habe ich genug, mehr oder weniger. So, ich versuche die Dinger von denen abzugreifen, zu greifen. Klappt aber nur vage. Au, 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 au. Ich nehme erstmal die... Feuer. Nicht schlecht, Herr Specht. So, hier gab es wieder gut Stuff. Das ist gar nicht mal schlecht. Habe ich denn eigentlich alles hergestellt, was ich brauche? Nein. Brauche ich mal wieder Fischgräten. Eine Ratte brauche ich nicht, ich brauche Fisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich den erwischt habe. Aber es hat geklappt.
Dann will ich mich nicht beklagen. Das hebe ich mir für später auf. Das ist zwar schön, aber das brauche ich nicht. Normaler Plünderer, ne? Dann sollte der eigentlich ausreichen. Alles klar, Zeldri. Danke dir. Werde ich mir später angucken. Der ist am Fressen. Das ist. Habe ich schon mal gesagt, dass der Bogen mir ganz gut gefällt? Ja, ne? Muss ich nur gucken. Ob ich auch noch Dingsbums. Na, hat er mal wieder Spiele zu viel. Wunderbar. Lagerfeuer entdeckt. Supi. Ja, ich könnte natürlich jetzt mit einem Reittier hier durch die Gegend radeln. Die Frage ist nur, macht das Sinn? Weil hier gibt es doch immer irgendwas zu entdecken. Und wenn es nur irgendwas in der Nähe ist. Da will ich nochmal hin. Unabhängig davon, dass ich jetzt eigentlich mit der Hauptquest weitermachen will. Ja, eigentlich wollte ich mein iPad nehmen. Mein altes. Um die Zeit zu stoppen. Weil dort die Einstellungen auch richtig sind. Aber ich voll Idiot. Hab's über die Nacht angelassen und jetzt muss ich erstmal laden. Oh, der hat gesessen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen wird. Warum funktioniert mein Scout nicht so weit? Der weiß nicht, wo ich bin. Ich habe nichts gesagt. Ja, aber von deren Schwänzen musst du aufpassen. Die sind übel.
Die tun gut weh. Die Pirscher, die sind mithin, ist echt nicht zu spaßen. Stufe 31 sogar. Geil, dann können wir ja am Stream die Dingsbums machen. Das wird YouTube wahrscheinlich jetzt gar nicht gefallen, aber das macht nichts. Weil ich ja den Stream von Twitch runterladen kann. Dann können wir das nämlich noch ans Let's Play hängen. Eigentlich ganz gut, Aloy. Was hast du denn? Na, da kann ich nicht einfach durch. Die Tür muss ich ja erst deaktivieren. Da muss ich bestimmt hier hoch. Das haben die nicht umsonst gemacht. War schön, Spiele geschenkt zu bekommen, es bringt aber halt nichts, wenn man die nie spielt. Hier rein und komme ich woanders rein. Könnt dem Guten ja auch auf dem Handy antworten. Wie 107 FPS, mein Freund. Ich habe 120 eingestellt. Ah, jetzt waren wir bei 111. Na, ist egal. Komm. Wir wollen jetzt mal nicht so kleinlich sein. Das war vielleicht eine dumme Idee. Sorry, die 2 Sekunden muss ich mir jetzt mal Zeit nehmen. Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Gut, dann gehe ich mal hier lang. Dass sie aus dem Humble Bundle sind, ist mir schon klar, mein Lieber. Und dass du mir nur Games gibst, die du doppelt hast, ist auch schon gut.
Das hätte ich mir auch bei Discord schicken können. Donnerkiefer. Das wird interessant. Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin. So, ich will mich jetzt mal ein bisschen vorbereiten. Ja, sollte reichen. Ein paar Rückzugsorte konnte ich mir machen. Hallo, ich würde gerne... Irgendwie habe ich es heute. Heute ist der Wurm drin. Hat er jetzt gerade meine Fallen ausgelöst? Das Arschloch. Der hat gesessen. Ja, ein bisschen langsam der Kerl. Fuck. Live. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich habe ein Problem. Aber ich habe ein Problem. Gut. Meine Fallen haben absolut nichts gebracht. Dann würde ich es gerne anders machen. Thank you.
Na komm her. Bevor ich überhaupt nicht treffe, sollte ich versuchen, irgendwas zu treffen. Jo. Gut. Das lief zwar nicht perfekt, aber es lief super. Waffe modifizieren. Yeah. Handhabung will ich mal hier gar nicht reinsetzen. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich vielleicht das vielleicht so ausreicht. Ah, stimmt, das macht der automatisch. Sehr schön. Informationen zum Überbrücken von der Schiene. Das ist super. Mal gucken, ob man heute, wie lange ich heute mache. Also, was heißt heute, sondern insgesamt den Part. Lief aber gar nicht mal schlecht. Ich habe zwei Fertigkeiten. Die Frage ist, was will ich als nächstes machen? Ausbeuter macht vielleicht Sinn. Da muss ich aber auch Munitionsbauer machen. Ja, auf jeden Fall. Also die Pirscher sind mein persönlicher Nemesis, weil die genau wie ich sind. Einfach aus dem Grund, dass ich halt große Probleme habe. Wenn man mich halt trifft. Also entweder bin ich halt so eine Glaskanone, theoretisch, wenn man es genau betrachtet. Entweder one-hit ich
mache massiven Damage und wenn man mich entdeckt und erwischt, bin ich halt auch ganz schnell im... Das brauche ich vielleicht noch. Im Eimer. Das ist halt die Frage, ob ich vielleicht dann doch auf eine andere Rüstung sollte. Aber ich bin eigentlich mit der Rüstung zufrieden. Weil ich auch halt meistens wirklich den Sneaky-Teil spiele. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Olin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr, so weit vom Noraland entfernt? Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobeck. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Wer ist er und woher weiß er das alles? Elizabeth Sobeck, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Na gut, ich weiß ja nicht, wie du mit Nachnamen heißt, Aloy. Also was ich sagen wollte, ich weiß ja nicht, wie die Aloy mit Nachnamen heißt, aber für uns ist der Name Aloy auch, wenn wir ihn nicht durch Games kennen würden, leicht befremdlich. Also da muss man dann noch immer so ein bisschen gucken. Aber ich gebe dir recht, wenn das deine Mutter ist, ist das ein komischer Name. Im Vergleich zu den... Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Im Vergleich zu den Namen, die sie bei euch im Dorf haben. Ausrüstungsversteck und Schöpfers Ende. Okay. Hier links gibt es noch eine neue Quest. Ach, Neil. Da muss ich sowieso durch. Ich habe gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewinnt habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Ich brauchte deine Hilfe bisher nicht und auch jetzt nicht. Jetzt, wo ich dein Können gesehen habe, überlasse ich dir nicht einfach noch ein Lager. Sieh's als freundschaftlichen Wettstreit. Freunde? Marme. Machen wir. Okay.
Banditenschütze. Da ist einer. Da ist einer. Elite-Schütze. Das wird interessant. Also damit sollte ich eigentlich keine Probleme haben. Machen wir es kurz. Das sollte jetzt so nicht sein. Warum treffe ich den nicht? Ist der zu weit weg? Boah, komm schon. Die haben immerhin zwei Schüsse ausgehalten. Was hast du gemacht? Gar nichts. Die Frage ist nur, habe ich genug? Sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich glaube, ich kann den ganz gut benutzen. So, es läuft bis jetzt. Was du sagen pflegte. Geduld. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich will mich nicht beklagen. Ich will nur gucken, dass ich nicht noch in irgendeine Überraschung reinrenne. Dass mir dann hier jemand entgegenkommt. Sag mal, bin ich hier von der anderen Seite reingekommen oder was war da los? Ups. Der Regen wird meine Spur erstmal verwischen. Da drüben hat jemand erwischt. Kann nicht weit sein. Augen auf und umsehen. Das sind halt normale Leute, ne?
das halt keinen Sinn, teuren Scharfschusspfeile zu benutzen. So, das Banditenlager machen wir noch. Die Banditen haben ihre Gefangenen hierher gebracht. Ich sollte das im Auge behalten. Oh, okay, ja. Ich dachte, ich könnte die noch mal ein bisschen befreien und mir gegebenenfalls extra Punkte holen. Entlang. Aber Osaram will den Sonnenkönig umbringen und eine Nora rettet ihm das Leben? Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Der Sonnenkönig ist zu weich geworden. Die Osaram haben einen zu großen Einfluss im Palast. Was denkt ihr sich dabei, der Wahl laufen zu lassen? Sie war unglaublich. Sie hat der Wahl mühelos geplant. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Nora so Ja, wir haben hier einen guten Ruf, ne? Also, die sind jetzt nicht unbedingt uns schlecht gesonnen. Die konnten wir gut überzeugen. Endlich. Hat's aber auch verdient. So. Und dann will ich mal mit Neil quatschen. Mal gucken, was der dazu sagt. War doch ganz lustig. Hat doch Spaß gemacht, oder? Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht. Der Klang hält an. In der Stille. Ein Ruf zu den Waffen. Ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis, südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich. In der heißen, dunklen Steinzelle konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind? Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Zeit ist okay. Zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie.
Sie führten eh ein verkommenes Leben. Ja, ach, der Nil. Ich weiß nicht, der ist mal ein bisschen weird. Aber der ist in Ordnung. Gab doch auch mal wieder ordentlich Dingsbums. So, jetzt will ich gerne noch mal zu den Ruinen. Super, super, super. Das hätte ich vielleicht vorher brauchen können. Gut, ist halt so. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein Händler. Der Sonnenkönig ist zu weich geworden. Die Osseram haben einen zu großen Einfluss im Palast. Cool. Okay. Hat was. Schattenrassler, Scharfschussbogen, Kriegsbogen. Schattenjägerbogen. Der Bogen hat eine Handlung von 8. Handhabung von 80. Generell. Munition 60. Ja, der macht wenigstens ein bisschen Damage. Na, ah, der ist eher... Ah, ich verstehe. Das ist eher so ein... Ah, okay. Schleuder habe ich ja. Okay, dann brauche ich eigentlich nur noch... Die Outfits. Also generell würde ich alle Outfits sowieso holen, einfach weil wir es können. Bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das notwendig sein wird. Super, das kann auch weg, das kann weg, das kann weg. Metallband, nein, erstmal nicht. Ich muss erstmal gucken, irgendwann muss ich wahrscheinlich sowieso mal komplett resetten, weil ich irgendwann so viel Müll habe, dass ich selbst gar nicht mehr weiß, was ich davon brauche. Okay, das kann alles bleiben. Schickt. Bei der Sonne. Ja, ich will auch den Part mal beenden. Reicht, Dicke. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Osseram würden ein Gerät erfinden, das diese Arbeit macht.